Wie heisst ihr? Wie heisst du? Roman. Corinne. Nathalie. Delia. Marco. Gut. Behalte. Ich merke, wir sind einfach mal spontan. Und was spielen wir überhaupt? Mein Hausschlüssel. Dein Hausschlüssel? Ja. Oh, das ist gut. Wie kommen wir zu dir, wenn du verlierst? Wie kommen wir zu den Eltern heim? Ja, was auch noch nicht so klar. Damit wir es gerade am Anfang klären, gibt es irgendwelche Beziehungen zwischeneinander? Nein. Schulisch. Wir sind nur geschäftlich zusammen. Geschäftlich, ja. Eine klasse Gesellschaft. Genau. Ohne Heben. Nicht loslassen. Frage Nummer 1. Bei der Schneckenrennen-WM. Fängt schon gut an. 1993 in London ist zu welchem Skandal gekommen? A. Fast alle Schnecken sind eingeschlafen, weil sie vor dem Rennen im Bier getränkt worden sind. B. Eine Schnecke war mit einem Sexualhormon getoppt. Die sogenannte Speed-Schnecke. Ich bin auch B. Falsch, A. Ja, ja. Nein. Ich bin schnell gegangen, wir haben das gar nicht gesagt. Zehnter? Ja. Ich kann euch noch helfen. Muss ich jetzt ohne einen abschließen? Ja, einen ohne. Mach keinen Scheiß. Nein. Gut, heben. Ja, ich heb's. Nein. Wie sind ihr eigentlich geschäftlich verwandelt? Was machen ihr geschäftlich? Mal in die Gerichtsklasse. Schule. Meine Schule. RG Remi Bühl. Aha. Oh. Kanti. Und hat er auch dort gute Lehrer? Ja, zum Teil. Das ist eine Suggestivfrage, sie haben gemerkt. Nein, machen wir es gut. Frage Nummer 2. In Florida ist ein Schreiner aus dem Gefängnis rausgekommen. Warum? Weil er über eine selber gebaute Holztreppe geflüchtet ist. B. Weil er sich in einem selber gebastelten Holzsarg abtransportieren lässt. Ja, das war. Okay. Was ist das? Selber gebaute Holzsarg. Also, das wäre einfach gut. Das wäre einfach das Stecken, das er im Gefängnis bauen musste. Das ist im Fall gut möglich. Nein, ich sage B. Das ist fast. Das wäre im Fall A. Gut möglich. Ich kann einen Sarg, sich einen Eisarg lassen. Ja. Nein, A schon. A. Er schon A. Oh ja. Ich meine, die hat auch gebaut im Gefängnis. Und er ist halt zufälligerweise gerade über die übergegangen. Aber wie geht das? Ups, ja, Stecken. Es ist schon arbeiten im Gefängnis, oder? Ja, schon. Ja, und dann hat das gerade plötzlich von so einer Gefängniswand aufgestellt. Das ist halt erst im Nachhinein. Er ist nicht extra über die Stecken, aber er musste über die Stecken. Und dann sagt man halt im Nachhinein, er ist über die Stecken, die er selber junge Menschen unter sich. Das ist eh A. Ich sage es schon. Das ist eine neue Philosophie. A. A fürs A. Die Jungen reden nicht mehr miteinander. Was ist es? A oder B? Ja, manchmal sind sie dumm und die richtig sind. Gut, ich will ihn nicht beeinflussen. Das war vorher schon dumm. Vorher schon dumm. Es ist A. Ja, sag da ich sage A. Natürlich. Ich bin abstimmen. Ich enthalte mich der Stimme. Billig Stimme, Nati. Okay, A. Dein Haustürschlüssel. A ist richtig. Siehst du? Wow! Für was steht der Begriff Mamba? A. Für den lateinamerikanischen Tanz, für eine afrikanische Giftschlange. 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 Das ist einfach. Was ist eine Heroine? Eine Droge. Eine Darstellerin von einer Nebenrolle auf der Bühne oder ein medizinischer Begriff für eine Überdosis? Heroin. Heroin ist doch nicht eine Heroin. No, was war das erste? Die weibliche Form von Nebendarstellerin. Ja. Nebenrolle im lateinamerikanischen Tanz mit einer Giftschlange. Nein, jetzt bin ich verrutscht in die Ziele. Ja, ich bin schon zwei. Nebendarstellerin. Die weibliche Form von Heroin. Warte jetzt mal, es gibt noch so die. Ist echt ein anderer, warte. Was für einen Typus macht ihr? B. Latin. B. Was für Englisch? Nebendarstellerin, was? Eine Nebendarstellerin im Sexfilm. Es ist halt B. Ja, Image ist. Was eine Nebendarstellerin im Sexfilm? Ja. Das B, ja, das weiß ich. Also, A ist Nebendarstellerin im Sexfilm, B ist medizinischer Begriff für eine Überdosis Heroin. Ja, ja, B. Nein. Nicht eine Überdosis. Das andere, oder? Oder Überdosis. Überdosis, das wäre ein verdammt, wenn das ja. Heroin heissen würde. Dein Hausschlüssel ist es. Also, jetzt, zusammen zu wissen. Nebenrolle. B. B. Falsch, es ist Nebenrolle. Sie hat gesagt, es ist Nebenrolle. Er hat wieder wie immer recht gehabt. Ich weiss alles. Ja, das packen wir schon nicht in die Hand. Ja, das wissen wir schon. Du, ich mach Theater. Du machst Theater? Wo machst du Theater? Ja, da haben wir immer Alkohol schauen, Samstag ist Premiere. So gut. Und bist du die Nebenrolle? Er ist die Nebenrolle. Achtung. Nein. Es ist eh schon spät, wenn ich das ausstrahle. Trotzdem. Ah. So, komm jetzt, letzte Frage. Was bedeutet Gelasma? Gelasma. Gelasma. Lachkrampf, B. Sicher nicht. Gelartiger Niederschlag aus kolloider Lösung. Nochmal, wie heisst es genau? Gelasma. Gelasma.
Lachkrampf oder gelartiger Niederschlag aus Kolloiderlösung? Kolloiderlösung ist ein Scheissdreck. Was heisst Lachen? Ist er eigentlich der Beste in der Schule? Ja, eh, tut einfach sehr wichtig. Nein, sag mal, was heisst Lachen? Weiss nicht. Muss ich jetzt schnell entscheiden? Aber das hat ja nichts mit Lachen zu tun, das mal. Nein. Machen wir B. Es ist der Lachkrampf. So. Nein, ich es ist der Lachkrampf. Jetzt wird gekriegt. Wie ist es? Shop. Ist das die letzte Frage? Das ist die letzte Frage. Wie gross sind die Chancen? Ja, ich finde 60%, dass wir gewinnen. Nein. Das macht keinen Scheiß. Gut. Hast du unter Umständen einen gewissen Erklärungsnotstand zuhause? Aha. Nein, das ist nicht. Das ist nicht. Nein!